Hallo, das ist Dussel hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich habe unseren Lunas auf Level 30 gebracht. Er kann jetzt Glut, Biss, Bodycheck und Silberblick. Ich bin begeistert. So, dann machen wir uns mit ihm auch gleich mal auf einen lustigen Weg. Irgendwo da unten wollte ich rein. Glaube ich. Was hier? Ja. Hey du! Schieb mal deinen Münzkorb rüber. Ja. Ja. Cool. Dankeschön. Jo, tschüss. So, somit hätten wir uns einen Münzkorb geholt, damit wir zocken können. Ja, ich muss ein bisschen zocken im Spiel. Im Spiel. Ich zocke beim Zocken. Haha, witzig. Ich möchte mir erstmal die Preise angucken. Dratini, Sichlor, Porygon. Ein Dratini wäre geil, ne? Aha, wenn ich jetzt noch wüsste, was das alles wäre. Und du? Abra Pipi Nidorina. So. So, jetzt beginnt die ewige Suche nach den Münzen auf dem Boden. Die wahrscheinlich so ausgehen wird, dass ich keine finden werde. Wie ist es, die Musik? Klasse. Also daran müssen wir uns zumindest mal nicht stören. Dass die Musik doof wäre. So, hier ist nichts. Da konnte ich jetzt nicht unbedingt gucken. Ha, sag ich doch. Ist was. 10 Münzen, das reicht, um eine Runde zu spielen. Hauen sie rein. Suchen sie weiter. Gab es nicht irgendwo mal 100? Oder war das in der zweiten Generation? So irgendwo 100 Münzen rumlagen. Na komm. So, hier nochmal 10. Ja, weiter. Warte. Oh Gottchen, hier? Nein. 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 Ja, 100 Münzen. Yeah, warum lässt man die auch einfach überall rumliegen? Das verstehe ich nicht. So. Mit dem Typ hier beschäftigen wir uns gleich. So, da ist nichts, da ist nichts. Gucken wir weiter. Mir fällt gleich der Arm ab vom ganzen Klicken. Yeah, 10 Münzen gefunden. Yeah, 20 Münzen gefunden. Da hat jemand aber eine Menge verloren hier. So, dann gucken wir hier noch ein bisschen. Ich glaube zwar nicht, dass hier hinten noch was liegt. Ich glaube es nicht, aber es liegt doch was da. Nur damit wir es mal erwähnt haben. So, da ist nichts, da ist nichts, da ist auch nichts. 20 Münzen. Aber jetzt müsste es reichen. Ich glaube nicht, dass hier nochmal welche rumliegen. Ich sollte einfach mal den Mund halten. Ist gut. So, gleich haben wir eine Menge Münzen. Boah, der Gang ist echt voll. Sehr hart. So, hallo. Ich höre mir zu. Man sagt, dieses Spieler gehört Team Rocket. Was sagst du mir? Ich glaube, ihr Spielmann hat eine andere Gewinnchance. Das ist nicht wahr, glaube ich. Möchtest du auch spielen, Junge? 10 Münzen. So, wie viele Münzen können wir hier gratis abstach? Ja, hier oben habe ich noch gar nicht geguckt, ne? Ja, neben dir liegen bestimmt Münzen noch. Nein. Da hinten ist ein Geheimgang. Unter dem Poster ist der Hebel versteckt. Hö, wer weiß es nicht. So. Nein, hier sind keine Münzen. Dachte ich mir aber auch. Diesmal dachte ich richtig gut. Na du? Dir macht das Spaß? Ach so, ja klar, du bist der Dings. Der Guide, sozusagen. Gut, dass du mir jetzt nächstes Mal davon schnell abhängig wird. Dankeschön. So, was ist mit dir? Ihr seid alle so nett zu mir. Und jetzt zocke ich selber. Lol. Das wusste ich nicht, dass da eine Nachricht steht. Okay. Oh Gott, wie ging denn das? Nichts. Wir hatten übrigens 260 Münzen einfach so eingesammelt.
Komm, wir spielen jetzt, bis wir irgendwas gewonnen haben. Yeah, 8 Münzen. Ich möchte über meinen Gewinn wieder hinaus. Ich möchte über meinen Gewinn wieder hinaus, habe ich gesagt. Nein! Könnte ich auch mal was gewinnen? Oh. Okay, wenn wir auf 200 runter sind, höre ich definitiv auf. Wait. Warum kriege ich für 2 Kirschen nichts? Yeah, schon wieder 8 Münzen. Das bringt's mir voll. Ich finde das total lustig, das Spiel. Ja, fast, ne? Ich finde das so geil. Stell mir vor, es gäbe nur das Spiel da. Also generell für den Game, dass es nur so ein Spiel für den Gameboy gab. Ich würde, das hätte trotzdem jeder gespielt. Wie ich immer 2 tolle bekomme und dann nichts. Aber das ist immer so. Yeah, Carpadore. Komm, ich möchte wenigstens wieder 260 haben, damit ich hier nicht zu viel ausgegeben habe. Nein, nochmal. Nein, nochmal. Nein, fast. Immer noch nein. 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 Oh, jetzt kann ich eh nichts mehr gewinnen. Ach, das ist doch Scheibenkleister, ist das. Das ist Scheibenkleister. Es ist immer eins falsch. Das ist doch deprimierend. Och, kommt schon. Leute. Na komm, letztes Spiel. Gut. Nein, danke. So, jetzt widmen wir uns den wichtigen Dingen des Lebens. Dem jungen Herrn hier. Verschwinde von dem Poster, weil ich muss... Du musst was? Na? Rocket möchte kämpfen. Rocket setzt radikal ein. Das könnte wehtun. Los! Glute ist tot! Guten Schlag, ja. Damit kann ich noch leben, solange du keinen Hyperzahn nur so einsetzt. Glute ist tot! Glute ist tot, Dunas! Fast! Hätte ich einen Ruckzuckieb, hätte ich den jetzt benutzt. Das Radikal macht nicht fertig, du. So, Zubat. Nein, ich möchte es nicht wechseln. So, noch mehr Glut. Blutsauger. Ja, das wird ja nicht viel bringen, da ich ein Feuer-Pokémon bin. So. Zubat wurde besiegt. Dunas erhält Erfahrungspunkte. Dussel besiegt Rocket. Mist. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Total unauffällig. Und so, wenn du in die Richtung verschwindest, ne? Seltsam. Hinter dem Poster ist ein Schalter. Mal sehen. Gedrückt. So. Gucken wir mal hier. Dich möchte ich jetzt gleich erledigen. Wie kommst du hierher, Kleiner? Ich weiß nicht. Ich bin durch die Wand gelaufen. Oder so. Wegen einem Schalter, der die Tür aufgemacht hat. Rocket setzt Traumato ein. Dunas, tu etwas. Glute ist tot. Oder so. Oh, fuck. Beiß ist tot. Ja, schon eher. Ah, das könnte ein bisschen wehtun. Mal langsam hält unser Dunas etwas aus. Langsam. Mach Hollow. Möchtest du Pokémon? Nein. Beiß es mal. Perfekt. Das könnte wehtun. Ein Volltreffer natürlich. Jo. Jo, natürlich. Ein Karateschlag mit einem Volltreffer wahrscheinlich natürlich. Und jetzt noch ein Mega-Hieb und das macht Hollow tot. Ich darf meine Pokémon heilen gehen. Juhu. Dunas, warum musst du dauernd sterben? Genauso beim Training, dauernd gestorben. Oh je. Also, gehen wir es heilen. Schwupps, schwupps, schwupps. Schwupps.
Schwups, schwups. Schwalupsi, lups. Dedededede, heil, dedededede, vorbei. Dedede, vorbei. Tja, vielleicht nicht ganz das Richtige oder Wahre, aber... Dedede, vorbei. Spielhalle. Team Rockets Versteck. So, dich haben wir besiegt. Da unten ist ja nichts mehr. Moment. So, das war jetzt wichtig. Ach, wo wir gerade dabei sind. KP plus Dunas. Und AP plus Blitzi. Für Donnerblitz. Perfekt. Gut, dann geht's weiter. Hallo. Du hast Mut, hier hereinzuplatzen. Ich weiß, dass ich mutig bin. Rocket möchte kämpfen. Rocket setzt radikal ein. Dann glute es mal, wenn es dich nicht ruckzuck gibt. Ein Volltreffer, das ist doch mal was. Und noch eine Glut und es ist tot. Das ist doch schön. Level 31. Yeah. Wir passen uns den Beam an. So langsam. Nicht wahr? Langsam gehört Dunas dazu, aber auch nur ganz langsam. Radikal brennen. Aua, Hyperzahn tut weh. Na okay, nicht ganz so, wie ich gedacht hätte, aber Hyperzahn tut doch weh. Und ein Ruckzuckhieb, natürlich. Warum denn nicht? Und dann auch noch ein Volltreffer. Ich bin begeistert. Es brennt lichterloh. Ein Silberblick. Brennt's erst, oder? Hm. Nee, okay, hätte ich auch nochmal angreifen können. Egal, es ist jetzt eh tot. Waren das deine beiden Pokémon, oder habe ich... Kommt noch eins. Nee, es waren beide. Mist, versagt. Tja. So. Hier haben wir ein Fluchtseil. Falls ich keine Lust mehr auf den Mist hier habe, flüchte ich mich einfach. Da unten haben wir Drehspaß wahrscheinlich. Und ein Team Rocket Mitglied. Der Boss sagt, dass Silph-Scope macht Geister sichtbar. Das ist doch schön. Rocket sitzt. Zubat finde ich gut. Zubat finde ich immer wieder gut. Das lässt sich so leicht erledigen, wisst ihr? Jetzt zwar nicht so viel Erfahrungspunkte, aber lässt sich leicht erledigen. So. Jetzt noch eine Glut. So, dann wäre das Zubat auch Geschichte. Smogon. Nein. Ich vertraue meinem Vulkan und das schafft das hier alles. Und zwei Hits und das schafft alles. Warum haben die so Volltrefferglück, die Leute von Team Rocket? Das ist nicht nett. Slimer. Nein, ich möchte nicht wechseln. Die hätte ich eigentlich Body Slam beibringen können, mein liebstes Dunas. Habe ich doch irgendwann mal gefunden, oder? War das hier? Ja, ne? Ich hab's verkauft, ne? Verdammt. Ich bin so doof. Ja. Ich guck mal. Ja, das hat sich von Verwirrung selbst verletzt. Das ist nicht gut. Das heißt, du bist tot. Oh mein Gott, du lebst. Geheiligt sei dieses Dunas. Ne, Dunas? Mein liebes Vulcano lebt noch, okay? Du bist immer noch verwirrt, aber du triffst, nicht wahr? Nein, du tust dir mehr Schaden zufügen als dieses bescheidene Zubat. Dankeschön. Volltreffer. Ein Radikal, damit kannst du ja mittlerweile umgehen. Ja, wenn es nicht rückzukieben würde, aber damit kannst du trotzdem umgehen. So, und jetzt noch eine Glut und dann wäre es Geschichte. Und das Team Rocket mit Liebe siegt. So. Dir hauen wir jetzt mal nochmal einen Supertrank rein. So, dann geht es dir wieder ein bisschen besser. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei diesem lustigen, spaßigen Dings da. Ich hasse es. Bis dahin.
Ciao, ciao.